Moin! Herzlich willkommen zurück hier zur Sonntagsvormittagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfachmap Version 2.0 ohne Gräben. Ich gucke gerade einfach mal nur zu, wie unser Radlader Geld verdient, wie er Silage bei der BGA verkauft. Ja, das funktioniert. Also der Kurs inzwischen toi 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 mit der Silagegabel, behaupte ich mal, funktioniert es besser als vorher. Hätte ich mal gleich machen sollen. Scheiß was auf Schaufel. Das klappt echt gut. Freue mich schon. Ich habe ja jetzt auch ganz viel Mais angesät. Ich will mal gucken, wie es überhaupt der Wachstums... Na, ich habe hier unten rings um den Rinderhof habe ich Mais angesät. Jetzt habe ich fast nur Weizen angesät. Echt? Bisschen Gerste, bisschen Raps. Bisschen Hopfen. Naja, gut. Okay. Soll wohl so sein. Ich wollte aber nicht wissen, wie der Wachstumsstatus ist. Ah, das wächst alles. Da ist noch nichts reif von. Aber das ist auch okay so. Habe ich kein Problem mit. Achso, ja, er verkauft. Ich wollte mal gucken, was denn meine Schnapsproduktion hier macht. Denn darum steht. Um alles noch? Da drüben ist auch noch alles da. Und die produziert so vor sich hin. Die produziert ja nun echt langsam. Was aber ja auch völlig okay ist. So, was haben wir noch für Produktionen, die wir uns mal angucken können? Zellstofffabrik. Steht's da rum? Da habe ich doch erst Sachen abgeholt, die ich eingelagert habe, meine ich, oder? Ah, nee. Alles gut. Funktioniert. Was machen die Kudder? Auch gut. Alles da, was wir brauchen. Jo. Zuckerfabrik. Alles da. Ups. Ah ja, Zucker hatte ich hier auch erst abgeholt. Genau, so war's. Okay, so. Machen wir mal hier so ein bisschen. Zellstofffabrik, das ist alles soweit okay. Molkerei besuchen. Nö, produziert aber. Milch. Ah, immer noch zu wenig. Aber sie produziert. Brauerei. Hier wird produziert. Da wird auch produziert. Also Öl und Diesel. Ja, Diesel wird produziert, das ist gut. 308.000 haben wir noch da. 152, ja, das läuft. Leute, das läuft. Was bringt denn Sprit? Ach, guck ich gleich mal. Ja, Ketchup und Mayo habe ich mich ewig nicht mehr drum gekümmert. Wahrscheinlich auch schon komplett voll hier alles, ja. Dachte, ist noch nicht komplett voll.
Ketchup ist noch nicht ganz voll. Tomatenpaletten. Oh, die habe ich ja hier noch lang und schmutzig stehen, oder? Ne, Eier. Okay, keine Tomatenpaletten mehr. Auch hier hinten nicht, oder so. Ne, scheinbar nicht. Dann gucken wir mal nach. Wir haben ja hier vorne irgendwo unsere Tomatenzucht. Suchen die mal. Die müsste eigentlich entweder voll sein oder gar nichts haben. Okay, was fehlt hier? Muss hier hin. Saatgut ist nicht mehr da. Saatgut müssen wir hinbringen, okay. Aber wir können hier auch Tomaten abholen. Ja, wenn das kein Wort ist, Tomaten abholen. Suchen. Käserei arbeitet. Milch. Auch so viel. Wollte gucken, was ich für Diesel kriege. Oh, Ketchup bei Aldi, Höchstpreis. Diesel, Diesel, Diesel. Ich sehe Diesel gerade gar nicht. Seht ihr Diesel? Kraftstoff, heißt das Kraftstoff hier vielleicht? Ich sehe es nicht, bin blind. Egal. Ich werde jetzt erstmal hier dahin fahren lassen. Mit dem fahre ich erstmal nicht zurück. Mit dem hole ich nämlich jetzt mal Tomaten ab und bringe die zur Ketchup-Produktion. Und so weiter. Letzte Reihe da. Angefangen so. So, dann fahren wir mal runter zum Dingenshof. Zur Tomatenproduktion, holen Tomaten ab. Was brauchten wir da noch? Saatgut brauchen wir ja. Saatgut kriege ich nicht mit dem hier transportiert. Schade. Nützt nix. Wo gibt's denn für Mayo am meisten? Ketchup war ja bei Aldi. Mayo auch bei Aldi, aber kein guter Preis. Aber vielleicht besser als alles einlagern. Wir schauen mal. Ups. Hier wächst Mais, Baby.
Ups, nicht durchs Feld fahren. Das passt doch. Eine Ladung vom Palettensammler ist eine Ladung hier auf der Zugmaschine. Das ist doch super. Ich nicht rum. Jawohl, nicht rum. Kriege ich denn auch irgendwo für Eier einiges? Eier kann ich gar nicht verkaufen, oder wie ist das? Ich sehe heute gar nichts. Palette Eier bei Edeka. Oh, kein guter Preis. Nee, das will ich nicht. Das ist ja ein schönes, weitläufiges Gelände, ne? Kann man ja nichts gegen sagen. Echt nicht. Also, ist wirklich schön. So. Die holen wir uns hier mal ab. Die Mayo, die bringen wir aber nicht zum Verkauf. Die lagern wir erstmal ein. Also, ich fahre jetzt erst eben einmal zu Aldi. Dann schauen wir mal weiter. Ach komm. Machen wir anders. Fahre jetzt noch einmal ein bisschen ran. Und dann machen wir das eben von Hand. Fertig. Die paar Paletten. Die kann ich da auch eben von Hand hin. Autoload aus. Das haben wir hier nämlich gleich Eier drauf. Das wollen wir ja nicht. Und dann geht es jetzt ab erstmal zu Aldi und dann zum Zentrallager. So. Hier rum.
Meine lieben Freunde, ihr werdet es gleich hören. Da hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden Like, jeden Kommentar, jedes Abo. Ja, kommt zu Facebook, kommt auf meiner Homepage. Wenn ihr Interesse an Flugsimulatoren habt, dann schaltet auch gerne heute um 12 ein zur nächsten Folge Let's Fly X-Plane 11. Mein neues Projekt, das ist die 5. Folge. Ja, die 5. Folge. Wird ja 4-mal die Woche veröffentlicht. Also, ne? Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag jeweils um 12. Und ja, könnt ihr ja mal reingucken, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann nicht. Und ansonsten gibt es um 14 Uhr natürlich die nächste Ausgabe hier. Let's Play LS17. Ja. Nächstes Wochenende keine Livestreams. Muss arbeiten. Das Wochenende drauf wahrscheinlich nur Samstag ein Livestream. Aber das kündige ich dann noch an. Das schauen wir dann mal. Ja. Und in diesem Sinne sage ich jetzt erstmal ciao.